willkommen zu Impfen, Nein, Danke, dem Magazin für Menschen, die sagen Impfen, Nein, Danke. Bereits 15 Millionen Menschen haben ihre Impfung erfolgreich verweigert und wir hoffen natürlich, dass es noch viel mehr werden. Der Verein Fridays for Verweigerung appelliert nun an potenzielle Zweifler, sich durch die geplanten 2G-Repressalien nicht in Impfzentren zwingen zu lassen. Hier die Sprecherin der Organisation. Ja, so weit kommt's noch, dass wir das Wohl der Gesellschaft über das Wohl des Einzelnen stellen, oder was? Och, Noah, rutsch doch einfach. Ist doch egal, dass da unten einer sitzt. Also so ein unegoistisches Verhalten kommt uns nicht in die Tüte und schon gar nicht in die Spritze. Ja, und beim letzten Mal, da haben wir Sie ja gebeten, uns Videos zu schicken mit Ihren ganz persönlichen Gründen, warum Sie sich nicht impfen lassen wollen. Und wir haben jetzt die Top 3 gekürt. Das sind die 3 besten Videos, die von uns jeweils mit dem goldenen Aluhut in Silber ausgezeichnet wurden. Nee, Corona ist nicht mehr gefährlich für mich. Ich esse jetzt Nüsse. Naja, es sind ja so viele geimpft, also da muss ich ja nicht auch noch... Ich bin nicht geimpft, ich bin nicht getestet, ich bin nicht genesen, ich bin geil. Herzlichen Glückwunsch und damit auch Sie weiterhin gut gestärkt durchhalten beim Verweigern der Impfung. Hier wie immer an dieser Stelle unser Buchtipp, diesmal Kochen für Impfgegner mit Rezepten wie Thüringer Trotzbratwurst, Medaillons vom Schlafschaf und bayerische Ich-weiß-es-besser-Wurst. Ideal übrigens auch, um seinen Senf dazu zu geben. Aber denken Sie dran, Finger weg vom Spritzgebäck. Sie wissen schon. Ja, und jetzt ist uns, zugeschaltet ein Wissenschaftler, und zwar der weltberühmte Informatiker Dr. Charlatan von der Freien Nena-Universität Uerdingen. Herr Dr. Charlatan, wie ist denn jetzt nun der neueste Stand? Ja, ich habe gesicherte Erkenntnisse, dass alle Menschen, die sich impfen lassen, nicht so schlau sind wie die Impfgegner. Das kann ich Ihnen ja auch noch mal schwarz auf weiß zeigen. Ja, Menschen, die sich impfen lassen, sind nicht so schlau wie die Impfgegner. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wie ich gerade höre, haben mittlerweile auch ausgewiesene Impfbefürworter ihre Meinung offenbar grundlegend geändert. Ja, ich muss leider eingestehen, dass meine Empfehlung, sich impfen zu lassen, ein großer Fehler war. Ich warne jetzt ausdrücklich davor, sich impfen zu lassen. Wie viele schon lange richtig vermutet hatten, bin ich überhaupt kein Virologe. Verarscht. Also wer sich jetzt auch noch boostern lässt, ist mal so richtig lost in meinen Augen. Sheesh. Und wenn Sie jetzt denken, das haben die doch niemals so gesagt, die haben doch ganz andere Stimmen, dann steht wohl Aussage gegen Aussage. Das war Impfen, Nein, Danke, sehen Sie jetzt hier gleich im Anschluss. Das egozentrische Quartett mit dem Thema Ich verweigere, also bin ich. Vorher aber erstmal zurück zu dir, Christian. Danke, Janine.